Hallo Oma. Grandma, let me introduce you to my friend, this is Troy. Ah, this is your girlfriend. I see. Level 16. What, Grandma, what are you talking about? She just happens to live near B. Haha, I know. Since you took her here, even you must be sure about her talent. Right, Troy, come and see us anytime. Auf einmal wurde sie indisch. Okay. Then I better go now. See ya. Oh, Leech Seed. Ich hasse Leech Seed. Wenn ich es gegen mich da eingesetzt werde. Oh, I almost forgot. Hier, yeah, this is my Pokégear Number. Das war nicht nötig. Yeah, registriert. Voll das Arschloch, ne? Der reißt hier alle Mädchen auf und so. Ja. You know, you can talk to your Pokémon as they follow you. They do all sorts of cute stuff on the road and in towns. Das ist ein Typ, da kann ich von cute stuff reden. I'm taking notes every time they do funny things. Give me a call and I share some of them with you. Das lebt noch, mein Gott. Grandma, don't you say anything. We are both trainers and we are supposed to exchange numbers, that's all. Wie gegen Ende wurde er dann zu Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Jetzt habe ich es geschafft. Wie ist das schon so ein bisschen so geschrieben, dass du den Jungen nimmst und der Rivale Mädchen ist, oder? Ist ja ein Rivale, ist ja ein Freund. Ja, Freund, was auch immer. Das klingt auf jeden Fall irgendwie so danach. Nein, ich will deine beschissene Nummer nicht. Oh Gott. Ich spiele jetzt Pokémon auf PC. Jetzt kommt dasselbe nochmal für mich. Hi Togepi. Na, vergammelst du schon da drin? Das muss ich auch noch weglegen. Bla, bli, blub. Ich will das alles nicht hören, ich kenne das schon. Woher bloß? Vom Selbstspielen. Ich habe eine Idee. Komm her. Was machst du? Ich stopf das Ding da jetzt rein. Warum? Weil ich sehen will, auf was für ein Level das kommt, wenn wir fertig sind. Ui. Oh, das ist eine coole Idee, das mache ich auch. Hier, nehmen Sie dieses Torpi. Ich hatte das nämlich mal in Perl. Da habe ich nämlich irgendwie über 250 Spielstunden. Oh. Und mein Dito, was ich da in der Box hatte, in der Pension hatte zum Züchten, war dann irgendwie auf Level 98. Wow. Und wenn du es zurückhaben willst, kostet dich das so 100.000 Poké-Dollar. Ach du Scheiß. Growl Charm Extra Sensory. Ach, der hat Sondersensor. Was? Ja, später wiederholen. Nee, noch eins will ich nicht abgeben. Das kann ich mir nicht leisten. I have an idea. I give you our numbers. And you can go check in the Pokémon race for you. Troy registered the old pedophile in his Pokégear. Daycare man, Mensch. Nee, Daycare lady. Er ist Daycare man. Der Mann kommt immer zuerst, weißt du doch. Er kommt immer zuerst, ja, das stimmt wirklich. Meistens. Ich glaube, dass man kann sich doch auch zurückhalten. Und ich bin pixelig. Oh Mann. Weißt du, was geil wäre, wenn du das sagst und nicht dann irgendwie so aus Reflex einfach auf Reset und dann noch nicht abgespeichert hast? Das wäre scheiße. Warte bitte. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt. Ist das dein Ernst? Ja. Kopfnuss. Warum heißt es eigentlich Kopfnuss und nicht Kopfarsch? Ja, heißt ja auch in echt Kopfnuss. Na und? Der hätte es trotzdem wortwörtlich übersetzen sollen. Will er kämpfen? Nein, oder nicht? Nee, I'm on patrol for suspicious individuals. Na gut, dass wir nicht suspicious genug sind. Wir haben einen Hut hinter uns herlaufen, also ich zumindest. Also mit so einem Feuervieh hinter dir würde ich mir ja Sorgen machen, ne? Du könntest den Wald abfackeln. Ja. Pokémon. Okay. Psyduck. Das war ja ein langer Anruf. Es hat einmal geklingelt. Was war das für eine dumme Person? Dein Gesicht. Ja, dein Gesicht hatte ich angerufen. Etwa das hier? Dieses Gesicht? Ja, genau das. Ich habe einen Uproar geursacht. Oh Gott, der hat Durchblick. Dein Uproar. Kann ich das jetzt noch einsetzen? Nein, kann ich nicht. Ist ja interessant. Dein Uproar ist jetzt behindert. Der kann damit Attacken, die über mehrere Runden laufen. Das ist ja gut gegen Walzer und Frostbeule. Sehr cool, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Er benutzt Water Gun.
Und ich habe schon ganz schön viel Leben verloren. Disable, ja, bitte. Finde ich gut. Man kann immer nur eine Sache disabled haben. Ey, ist nicht mehr disabled. Du bist nicht mehr behindert. Du bist behindert. Pack wurde disabled. Kann ich jetzt nicht einsetzen? Arschloch. Arschloch, der hat mich ausgespielt hier. Was für ein Arsch, der war. Also dafür, dass es nur ein Enton ist. Ja, und ich habe gewonnen. Das zählt. Fainted. Desert Eagle is happily skipping around. Yeah. Es unterbricht herum. Ja. Yay, okay. Noch einer? Nein. Wieder. Auf nach Goldenrod City. Professor Elm ruft an. Ja, wie lange versucht er es jetzt noch? Oh, Pokémon Center, gute Idee. Erstmal Chillax. Ich habe übrigens nicht weitergespielt auf dem Privatstand. Ich glaube, ich lasse das. Wenn wir hier spielen, das reicht mir schon. Dann brauche ich privat nicht mehr, ich den Gamer vielleicht wieder an meinen Kumpel zurück. Aber erstmal nicht. Vielleicht will ich ja doch noch weiterspielen. Wobei, wenn wir hier weiter sind, habe ich keinen Bock mehr weiterzuspielen. Weil sich das dann verdoppelt quasi. Hier macht mir das nichts aus, aber privat. So, was machen wir denn als allererstes? Wir clearen jetzt erstmal. Oh, ich habe clearen. Ne, wir gehen erstmal in die Spielhalle. Okay. Hello guys. My name is Mr. Game. My heart pounds with excitement for when people enjoy my coin game. In fact, that's what I live for, traurig. You look like quite a challenger. Why don't you play my coin game? You can get fabulous prizes if you manage to collect a lot of coins. Ja, natürlich. Alright, here is your coin case. Sehr schön, Lemon's Corp. Hier bekommt man ihn ganz leicht. Show me how you play and my heart will pound with excitement. Okay, das wollen wir machen. Ja, spielen wir mal eine Runde. So, wir zeigen es ihm. Ich weiß noch, wie es geht. Jojo. Play. Also es ist quasi Minesweeper. Ja. Willst du erklären? Wir müssen jetzt in dieser Reihe hier alle Zahlen aufdenken, die höher als 1 sind. Und 1 sind halt so Zahlen, die einfach nicht zählen. Und es gibt in jeder Reihe Volt oder Balls oder fast jeder. Und da steht dann rechts immer, ich zeig mal hier mit der Maus. Hier zum Beispiel steht 0. Das heißt, in dieser ganzen Reihe sind keine Voltoballs. Und so kann man halt immer gucken, wo sind die Voltoballs. Ich hab verloren. So ja, genau. Da sind sie. Schade. Ich habe beim anderen Spielstand 16 Münzen verdient. Ui. Ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Wo sind die restlichen? Verdoppelt. Und ich versuch's noch einmal. Und einmal noch. Und einmal noch. Nein, das in der Reihe reicht's mir. Gut, dann sind das beides hier. Ja, das reicht mir. Gut, das reicht mir. Ich habe 12 Münzen gemacht. Man kann ja... Yes, ich will zu. Nein, ich möchte nicht. So, genau. Und die Anzahl, die man hat, wird immer mit der Zahl multipliziert, die man aufdeckt. Genau. Und so kann man die Punkte... Ich finde das Spiel ganz cool. Mhm. So, zwei davon hier sind noch Voltoball. Ich würde es nicht aufdecken, das ist zu gefährlich. Unten noch vielleicht. Ja, hier ist noch einer. Ach, du hast die markiert. Genau, man kann nämlich Felder markieren, wenn man denkt, da ist irgendwas drunter. Aber hier bin ich mir sicher, weil hier sind nur zwei frei und zwei Voltoball. Jetzt sehe ich zum ersten Mal, unten ist die Reihe ja auch noch, die habe ich gar nicht gesehen. Echt, hast du nicht? Nee. Oh, das macht es natürlich schwerer. Ach, ja, cool. Das habe ich gar nicht gesehen, dann kann man das ja doch ein bisschen strategisch machen. Jetzt kann ich entweder das oder das hier nehmen. Chance ist... Ich würde oben nehmen. Aus dem Gefühl heraus. Ja, gelb. Ja. Okay. Das heißt... Das ist jetzt zu gefährlich. Ganz rechts. Zwei hier von... Oh, das ist aber auch gefährlich. Ich habe bei jedem immer eine Chance, dass einer nicht... Ich würde aufhören bei mit sechs Punkten. Das ist doch gut. Reicht doch. Ich meine, ich brauche die Münzen für eh nichts. Also kann ich das einfach auch eingeben. Ich brauche die für Dratini eigentlich. Wenn du Dratini willst. Warte mal, kann man bei denen was kaufen oder wie war das? Ja. Ja, Dratini kostet 2100. Kann man bei den Münzen kaufen? Nein, kann man nicht. Kann man nicht die Münzen irgendwie kaufen hier? Nicht, dass ich wüsste. Scheiße. So, dann sind die beiden sicher. Scheiße, man kann. Oh Mann, dann kann ich mir Dratini abschminken. Jedenfalls auf die Art. Wir müssen mal nachgucken, wie man Dratini bekommt. Ja. Sonst. Weil ich möchte mir das nicht hier spielen, bis ich 2100 Münzen habe, bin ich ja bekloppt. Ja, das stimmt. Achso, Yay, Game Clear!
verliert man alle Münzen, die man hat? Nein. Also nur die, die man da erspielt hat? Genau. Ah, gut, immerhin. 36, sehr gut. Ja. Nochmal? Jetzt, wo ich gesehen habe, dass es unten auch noch ist, würde ich doch nochmal ausprobieren wollen. Ja. Es geht dann halt immer weiter, es wird immer schwerer und du kriegst immer mehr Münzen dafür. Aha. Gut, dann können wir jetzt erstmal hier raten. Level 1. Wow! Ich habe gar keinen frei. Gar keinen. Oh, ich habe nur 2. Herrlich, das erste Feld, was ich ausprobiere. Ah, oh, verdammt, ich habe nicht. Ja, vergessen. Und 0. Gesetze ich keine Münzen ein am Anfang? Nein. Ach, man spielt auf 0. Ja, Glücksspiel ist doch in Europa verboten in Videospielen. Deswegen gibt es jetzt keine Spielhalle mehr, sondern das. Cool. Ist halt irgendwie nicht mehr ganz so geil. Naja. Ja, 4. Und 3, yeah. Dann kann man auch auf Sicherheit spielen und immer weitermachen. Ja, kann man. Das dauert dann halt nur länger. Ich hab genug hiervon. Einen will ich noch. Ich werde mich mal ein bisschen in der Stadt umgucken. Einen will ich noch. Okay, das reicht mir. Wow, this is one big town. I don't know where anything is. Ach, da will man sich dran. Hey, ich habe gerade meinen Gewinn verdoppelt. Yay. Yeah. Okay, das reicht, aber wir können jetzt nämlich noch in die Untergrundpassage gehen. Genau. Da sind nämlich noch ein paar Trainer. Und bisschen kloppen. Und noch andere Sachen. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass man da auch noch weitermachen kann, dann... Warte mal, die Untergrundpassage war gleich hier. Genau. Da bist du auch schon. Hey, oh, Troy, you are just in time. Komm schon, muss das immer sein? When you follow this tunnel, you see a dress-up shop. That's where your Pokémon can put on accessories to dress up and take pictures. By the way, here's a fashion case. Did you say you wanted? I knew it. It's a present for me. Bei dir passt das ja noch, du bist ein Mädchen. Aber ich, was soll das? Keep accessories in the fashion case, okay, I should get going, see you. Das bringt doch gar nichts. Sie redet übrigens auch so bei dir. Ja, klar. Mann und Frau haben beide die gleiche Stimme. I got booted up, Larsen und Trainer, das braucht man nicht lesen. Jo. Hey, ich war ein bisschen schneller, ich war zuerst drin bei ihm. Oh mein Gott, er ist ein super Nerd. Er hat einen Grimmer. Grimmer? Grimmer? Grimmer. Grimmer. Was mache ich denn da? Ich mach mal Uproar. Burn it? Das ist irgendwie meine Strategie. Burn einfach it. Alles verbrennen. Ja, funktioniert ja. Scheiße, Poison Gas. Da wäre jetzt Nebulok wieder besser, aber ich will Durchblick noch weiter trainieren. Das soll auf 20 kommen. Dann habe ich meine erste Entwicklung. Ja, auch mal. Nach 2 Orden. Ja, immerhin macht es gut Schaden. Poison macht mir leider auch zu viel Schaden. Also meiner Meinung nach macht es zu viel Schaden. Ja, eindeutig macht es zu viel Schaden. Tod. Jetzt tausche ich, glaube ich. Jawohl, Level 17. Sag mal, Moment mal. Ist... Oh, Reflect. Aber Reflect ist doch... Oh. Gast ist ja eine spezielle Attacke. Und? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube... Wow, tatsächlich ist mein fucking Tauboga im Spezialangriff besser als im normalen Angriff. Wie schön. Walls... Oh, fuck. Physical... Habe ich irgendwas, was weg kann? Eigentlich nicht. Hm. Seltsam. Hätte schwören können, dass es andersrum ist. Sag nochmal, welche Attacke? Nee, also ich bin gerade so verwirrt, dass Tauboga im Spezialangriff besser ist als im normalen Ach so, Angriff. Ja. Naja. Was will meine Mutter? Mini! Hello, oh hi Troy, how are you? I just found a useful item while shopping, so I bought it with your money, sorry. I asked the delivery man to take it to you, so bla 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 bla. Das wäre so cool, wenn die Mutter so bla 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 reden würde. Wie Debbie Dave. Ja, genau. Bei Plants vs. Zombies. Der mit seinem Taco. Bei dem Spiel haben sie übrigens Plants vs. Zombies 2, haben sie jetzt auch den dritte gebracht. Ach, der Angriff ist verringert. Deswegen. Why? Wegen dem Wesen. Ist ja blau. Ah. Und dafür Spezialverteidigung hoch. Kannst du mal schauen. Plants vs. Zombies 2 haben sie die dritte Welt schon länger draußen jetzt. Das ist eine Zukunftswelt. Habe ich schon längst durch. Ich habe das Spiel noch nicht mehr irgendwie annähernd angefangen. Ja, ich weiß. Oh, der Mauszeiger ist die ganze Zeit im Bild. Ups. Dass dir das nicht auffällt. Ich achte darauf nicht. Verdammt. Menschen werden darauf achten. Menschen werden darauf achten und rumheulen. Das kenne ich nämlich zu gut. Schreibt es in die Kommentare. Hauptsache, wir kriegen Kommentare. Mhm. Im Moment ist uns noch egal, was für Kommentare.
Könnt auch Erster schreiben. Ja. Ihr habt viele Videos, wo ihr Erster schreiben könnt. Es sind noch viele frei. Viele ohne Kommentare. Ja, das stimmt. Aber immerhin haben wir schon 63 Abonnenten, was mich freut, sehr freut. Wir sollten ein 100er Abonnenten-Special machen, wenn wir 100 haben. Boah, das sollten wir machen. Machen wir richtig so Party-hard. Und spielen wir irgend so ein richtig dummes Spiel. So für einen Part lang. Ja. Müssen uns dann überlegen, was.